Du möchtest deinen Teilnehmenden in Zoom-Meetings ein besseres, ein sozialeres Meeting-Erlebnis verschaffen und selber deine Teilnehmenden besser im Blick behalten, damit, sobald hier Fragezeichen in den Augen entstehen, du sofort darauf reagieren kannst? Da hilft dir ein ganz einfacher Trick. Setze auf eine quadratische statt auf eine rechteckige Präsentation. Denn dann bleibt neben der Präsentation mehr Freiraum für die Videobilder deiner Teilnehmenden. Ich zeig's dir hier einfach mal. So sieht es aus bei der rechteckigen Präsentation. Da hast du dann nur Platz für 5 bis 8 Teilnehmende. Wenn du aber auf die quadratische Präsentation gehst, dann hast du Platz für bis zu 30, 35 Teilnehmende. Das heißt, die Menschen sehen einander, sie sehen Mimik, Gestik, die Reaktionen der anderen. Du kannst schauen, sind sie auch aktiv dabei? Und das ist extrem wirksam. Wenn dir dieses ganze Video gefallen hat und meine Tipps bei dir gut ankommen, dann folge mir doch einfach für mehr.